Ich möchte einmal mit der Benutzeroberfläche vom PDF Exchange Pro beginnen. Geht man unter das Menü Start, kann man Lesezeichen links in der Navigationsregisterkarte aufrufen. Durch diese Lesezeichen kann man hindurch navigieren, wie wir es in Acrobat und anderen PDF-Tools gewohnt sind. Wir haben die Seitenminiaturen und Kommentarliste, sollten Kommentare vorhanden sein. Geht man unter Ansicht, kann man auf Fensterbreite, an Inhalt anpassen oder Seitengröße anpassen. Wir können auf Einzelseite oder fortlaufen gehen und dementsprechend durch das Dokument hindurchscrollen oder eben Einzelseiten und dann springt man seitenweise. Bei Start, Ansicht, Anmerkung und so weiter findet man sämtliche Werkzeuge, wie man PDFs bearbeiten und editieren kann.